Jodele, genau. Jetzt haben wir hier Geschwindigkeit, das läuft. Jo. Verkehr läuft. Wir vorne vielleicht mal ein bisschen überholen. Ja, das passt dann schon. Was stehen die da? Ups, da sollte man vielleicht wirklich ein bisschen weiter vor dran vorbeifahren, weil es ist meistens recht schwierig, wenn man da an der Seite einer Autobahn steht. Da rauschen die dann alle mit ihren sehr schnellen Geschwindigkeiten vorbei. Und gerade so ein Bus, der zieht dann doch schon einen ganz gewaltigen Wind hinter sich her. Ja, es wird dann schwierig. Was sagt denn jetzt überhaupt so die Klima 25 draußen? Ja gut, es ist Sommer. Aber das leuchtet schon heftig, gell? Das ist der Sportbeleuchtungszeug. Also für die Nacht, das stelle ich mir etwas störend vor, aber gut. Wilhelmshaven, ausfahren. Okay. Geradeaus würde es dann wohin gehen? Ah, darunter. Okay. Ich habe verstanden. Rüber können wir auch mal. Und dann fahren wir jetzt wirklich mal durch die Dämmerung, durch die Nacht. Eine Stunde haben wir noch, dass es dunkler werden kann. Oder denke ich, wird es auch noch etwas dunkler werden. Dann retarden wir da mal ein bisschen rein. Die fahren schon langsam. Keine Ahnung, ist mir Wurst. Hui. Ich fahre nicht zu langsam. Bliblablub. Jetzt haben wir ja gerade die 100-Kilometer-Marke geknackt. Keine Ahnung. Also das werden wir in der Zeit, puh, wenn dann recht knapp schaffen. Ja, die wird es auch so noch, dass durch die Städte durchgeht, sodass ein Buskollege. So wie es aussieht, also der Skyliner fährt auch noch gar nicht als KI. Das ist jetzt wirklich bisher nur auf die MAN-Busse beschränkt. Ja, fahr halt einfach rüber. Leute, deswegen gucken wir immer den Spiegel. Gut, und deswegen überholen wir eigentlich auch nicht rechts, aber mit die fahren ja auch nicht rüber. Ist immer so ein Problem von beiden Seiten aus. Also mit dem Nachladen war ja auch noch nie so, oder? Habe ich das nur übersehen? Ich weiß es nicht. War Licht überhaupt an? Das sieht man so schlecht in dem nicht vorhandenen Rückspiegel, also in dem nicht vorhandenen Innenrückspiegel, aber gut. Gucken wir mal, ob der bis zum Release dann noch läuft. Ich hoffe mal sehr stark. Also ist richtig hier da. Gegenseitiges Überholen, das klappt hier ja ganz gut. Die Links fahren schneller als ich und ich fahre schneller als die LKWs da auf der anderen Spur. So muss das funktionieren. Und so klappt das ja auch. Ja, das könnte sehr eng werden mit der Zeit. Gut, kommt drauf an, wenn wir jetzt hier wirklich 100 durchfahren, dann klappt das. Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt mal alle in this wood. Ja, so in der Art. Ach ja, super. Ja, aber das geht es ja schon. Das geht ja hier ganz gut vorwärts, wenn man jetzt nicht durch die Städte muss, sondern Landstraße und oder Autobahn. Also Autobahn halt nochmal besser, weil man überholen kann und so. Nochmal besser als das, aber auch nur, wir sind ja nochmal besser als Stadt. Ja, eine halbe Stunde Lenkzeit. Wenn wir Glück gehabt hätten, hätten wir es sogar vielleicht so geschafft. Also ohne die Umleitung bestimmt. Also wenn wir jetzt nicht diese Umleitung am Anfang gefahren wären, könnte ich mir vorstellen, dass wir es das locker lenkzeitmäßig geschafft hätten. Das ist jetzt hier. Hui. Hätten wir es locker geschafft mit den 4 Stunden. So, weiß ich jetzt nicht. Wäre wahrscheinlich knapp geworden. Also mit 2 Stunden sind wir ja ungefähr aus Bremen raus. 2, ein bisschen. Wo wir dann wirklich Pause gemacht haben, waren es ja 2,3. Heißt, ja, wenn wir jetzt unter, also 4 Stunden dürfen wir ja. Ich weiß gar nicht, ob wenn die Fahrgäste anfangen zu meckern. Weiß ich nicht, ne? Aber so ist es jetzt halt. Jo. Also hier haben wir auch ein bisschen andere Textur, ist ja auch interessant. Und jetzt haben wir ja Zähne, fast. Und es ist immer noch recht hell. Was haben wir denn das? Ich habe, glaube ich, gut, es kann auch daran liegen, dass wir jetzt Ende Juli haben, dass es nicht so dunkel wird. Aber ich glaube, bis wir dann wirklich da sind, ist es wirklich dann noch eine Spur dunkler. Wir fahren es auch wirklich mal 60, weil da sind 60. Und die linke Spur soll ja anscheinend weggehen. Laut der Beschilderung. Hä, sie fahren zu langsam. Ja, warum passiert denn da nichts? Wer macht denn das? Ja, das verstehe ich nicht. Dass das nicht funktioniert, dass wenn die Anzeigen getriggert werden, dass die was anzeigen, also was anderes anzeigen außer freie Fahrt, dass dann nicht auch hier irgendwas entsteht. Weil meine linke Spur ist ja offiziell gesperrt gewesen. Ich sehe jetzt nicht warum. Aber gut. Manchmal die Events funktionieren auch teilweise mal wirklich. Also so ist es ja nicht.
Da kannst du nicht sagen. Jetzt guck mal, wie ich das wieder auf 100 komme, auch wenn ihr 60 sind und Navi 100 sagt. Aber hey. Bei die da vorne sehen schon wieder ein bisschen bremswillig aus. Die kommen so stark näher. Gut, jetzt geht's wieder. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber dann klappt das doch sehr gut mit der Zeit. Das haben wir noch 40 Kilometer. Ja, so kann sie das Blatt wenden hier. 40 Kilometer, noch recht viel Zeit. Dann erleben wir das gar nicht mehr so bei dunkel. Schade. Ja gut, aber es ist schon recht dunkel. Nur hier vorne das Licht halt nicht. Ach, hier haben wir jetzt Achtung 100... Ja. Achtung, aber dann 130. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Achtung, 120. Immer schön langsam bremsen, wie mit Zügen. Achtung, 80, oder? Nee, Achtung, 100. Gut. Also wir werden immer gewarnter. Ach, Achtung, Landstraße. Und jetzt hier haben wir 100. Gut. Zweispurige Landstraße, warum nicht? Ist nicht mehr baulich getrennt, bla bla blub. Straßenverkehrsordnungsgedönse. Aber es ist echt noch recht lang hell hier. Ich weiß nicht, ob jetzt ab... Beim Spiel sieht es wieder anders aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jetzt ab 22 Uhr da so ein mehr oder weniger größerer Sprung kommt oder nicht. Oder ob das wirklich sehr dynamisch langsam runtergeht, das weiß ich nicht. Achso, wir werden bergunter langsamer, klar. Ach ja, schön. Aber Windkraftwerke haben wir ja, das ist ja... Mir würde ehrlich gesagt ein bisschen der Himmel aus dem Rückspiegel besser gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit dem könnte ich mich jetzt eher anfreunden mit der Uhrzeit. Man muss natürlich auch dran denken, dass jetzt halt Juli ist, aber Sommersonnenwende ist ja im Ende Juni. Heißt, wir sind jetzt schon weit über einen Monat drüber. Das heißt, die Uhr hat schon über einen Monat Zeit gehabt, sich wieder, keine Ahnung, nicht die Uhr, aber das Wetter hat jetzt über einen Monat Zeit gehabt, wieder früher dunkel zu werden. Jetzt gibt es so langsam ein bisschen Mondschein. Also ganz bei Nacht habe ich eigentlich... Versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Auch einfach... Wir können ja mal tanken, komm. Dann wird es nochmal ein bisschen dunkler. Ganz bei Nacht versuche ich eigentlich mal ein bisschen zu vermeiden. Einfach auch aus dem Grund, weil man dann wirklich nichts sieht. Das finde ich als Zuschauer auch immer ein bisschen blöd, wenn es wirklich komplett stockduster in der Nacht ist. Und deswegen... Ja, ich weiß nicht. Das finde ich immer ein bisschen blöd, deswegen. Warum kommt das eigentlich nicht aus dem Quark? Ich trete voll aufs Gas. Auch jetzt schon wieder. Der kommt nicht aus dem Quark. Und der Wendekreis ist, gut. Nennen wir es mal anders. Jetzt bin ich mal gespannt, wie tanken funktioniert. Jetzt haben wir noch lange Zeit. Ich weiß, könnte ich nachher ohne Fahrgäste machen, aber dann machen wir das mal. So, was muss ich jetzt tun? Also eigentlich ja theoretisch Motor aus und so ein Mist. Ach cool, da kann ich einfach tanken. Ach, so kann ich ihn einfach ganz voll machen. Schick, aber es geht ja nicht von meinem Geld ab. Das hat der Chef. 1,06 Euro. Wow. Ist das auch 1,06 Euro Bus? Hahaha, wegen 1,06 Euro. Und 1,06 Euro Bus. Hahaha, witzig, gell. Jetzt guck mal, wie der sich hier an der Tankstelle so macht. Recht dunkel. Also sehr dunkel. Warum ist der Bus eigentlich nicht beleuchtet? Ich weiß es nicht genau. Aber es wird schon so stimmen, ne? Aber innen ist ja hell. Heißt, das Problem haben wir schon mal nicht. Och, da geht's nach oben. Wie sieht's denn bei euch oben aus, ne? Freut euch, dass wir nochmal einen kleinen Tankstellenstopp machen? Bestimmt freut ihr euch. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen, ne? Genau du. Vor allem auch du, der hier sitzt. Wer sitzt denn ganz vorne? Einer? Ich würde mich aber echt da vorne hinquetschen. Das finde ich echt immer ganz schicken Platz. Egal, so. Weiter geht's. Genug Mist gemacht hier. Gang raus. Dann können wir einmal Motor starten. Vorwärts und raus hier. Ja, haben wir mal getankt. So, bisschen die Zeit ausgenutzt. Ein bisschen dunkel werden lassen. So, den Wendekreis hier mit einberechnen, dass der anders ist als erwartet. Und auch anders als erwartet die Beschleunigung. Wenn ich jetzt voll aufs Gas trete... Achso, ups, da kommen überall. Hahaha. dich habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, gleich danach ist frei. So, ich versuche mal auf der Spur hier zu bleiben. Oh, der Wendekreis. Ja, das tut mir leid. Hätte es bremsen können. Das tut mir echt leid. Da kann ich jetzt nichts machen. Achso, Spiel sagt auch, ich kann nichts dafür. Gut. Bin zwar einfach rausgefahren, aber wenn das fürs Spiel in Ordnung ist, dann, dann ist das ja auch echt in Ordnung. Ja, du ziehst einfach rüber, du nettes Auto. Ich muss geradeaus, gell? Da muss ich wieder zu dem. Ich will aber nicht zu dem. Frag den, der Pilz.
Ach, süß, ist aber die Nachtbeleuchtung drin. Schön. Das war jetzt wie heißt das Wort? Da, unvorsichtig. Oh, das mit der Nachtbeleuchtung hat aber auch was. Vorne ist hell. Schön, schön. Wie so ein Horrorspiel. Mehr oder weniger. Ja, weniger als mehr, aber zählt ja nicht, ne? Ist ja Wurst. Wie die, die ich mir gleich einverleiben werde, wenn jetzt hier Ding da Feierabend ist und so. Hoffe ich zumindest mal, dass das klappt und wenn nicht, dann nicht. Dann wird er mal grün, dann wird es nichts mehr im Feierabend. Aber ich hätte echt noch ein bisschen mehr Zeit an der Tankstelle vertrödeln können. Wir sind jetzt echt früh dran. Also in Zukunft kann ich noch mehr Umleitung fahren. Achso, und ich sehe gerade, ich habe meinen Kaffee stehen lassen. Ich depp. Weiß ich, vor der Aufnahme noch so, ja, da kannst du während der Aufnahme ganz gemütlich Kaffee trinken. Ja, ja. Mhm. Merke ich, wie viel davon jetzt übrig ist. Alter, ist auch echt nicht gefahren, Depp. Und jetzt auf einmal, oh, ich möchte doch nach links. Ich bin ein unentschlossener Autofahrer. Oh. Schade natürlich, aber... So, Ujital, dann biege halt jetzt ab. Aber hier werden wir jetzt irgendwie anders angeleuchtet. Weiß ich nicht. Also hier sehen wir es auch angeleuchtet aus im Vergleich zur Tankstelle. Aber das mit dem Mond, das spiegelt sich... Ja, der spiegelt sich auch auf dem Dach. Interessant. Das hat auch was, das kann man auch irgendwie verwenden, bestimmt als Thumbnail, ne? Josh, du machst da was draus. Wenn nicht, dann... Na, dann halt nicht. Jetzt stehen wir hier und warten. Also den Bus nicht, den Bus tut nachher der Werkstattmitarbeiter warten. Während wir warten, dass wir den morgen wieder zurückfahren dürfen, keine Ahnung. Wahrscheinlich sowas in der Art. Jetzt haben wir noch 7 Kilometer. Ach, da ist es schon. Sag nicht, hier muss also bei irgendeinem Block fahren. Weißt du, die Stadt hier ist voll gut von der Performance her. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem war in Bremen. Wahrscheinlich wirklich Dämmerung und Sonne zusammen. Tatsächlich müsste so eine Blockumfahrung machen. War gerade noch grün. Ach nee, komm. Lassen wir mal. Lassen wir mal besser. Fahren wir mal so, wie das Navi das möchte. Ich hätte jetzt hier einfach, keine Ahnung, gnadenlos über die Straße. Nee, macht man schon nicht, ich weiß. Gut, beide Spuren blockieren, das macht man eigentlich auch nicht. Aber wen interessiert? Erfurt, Berlin, 12 Euro. Ja, fahren wir zwar heute nicht, aber gut. Ist nicht ganz unsere Strecke. Hui. Oh, das sind Trampels. Langsam. Ja, komm. 10 km/h, das passt. Hintere Achse mit 20. Läuft. Farm ist bestimmt super, wenn du in der Nähe von so einem Trampel wohnst. Dann denkst du zwar erstmal, oh, voll cool, die Autos fahren langsam, wo ich wohne. Aber so im zweiten Moment ist das Problem, dass die Autos halt recht laut sind, da wo du wohnst, weil die dort beschleunigen. Ja, das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Die beschleunigen da halt leider auch und deswegen... macht das wieder vergleichsweise laut. Genauso wenn du am Berg wohnst, das ist auch echt schlimm. Oder am Ortsausgang. Hier im Trempel ist es ähnlich. Das ist grün! Wie mein Bus. So, trotzdem halbwegs, ja, das passt aber noch. Wenn ist aber bald Feierabend. Hui, ach, das ist rot. Ja, May. Aber dann kann ich schon mal, sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Sekunden erreichen wir Wilhelmshaven. Genau, ich hoffe, sie hat eine angenehme Fahrt. Blablabla, blub, Käsekuchen. Das ist aber auch ein schönes Thumbnail. Da kann man auch was draus machen. Mit den leuchtenden Dingern im Hintergrund. Ich finde die nämlich dekorativ. Ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der die dekorativ findet, aber ich finde die dekorativ. Ein Herz für die Absperrbarken. Dann wäre das ja einmal unser Halt. Ich weiß, ich könnte das alles ausblenden. Wir sind schon da? Ja, wir sind schon da. Weißt du Bescheid? Wir haben sogar ein Fahrerkabinending nicht da vorne. So. Was wir vielleicht doch gegen Ende einmal machen ist... Oh, das mit der Maus. Ich weiß nicht. Das finde ich so ein bisschen mittelmäßig. Einmal auf damit. Und dann war es das ja für heute. Heißt, wir können ja einmal hier ausloggen. Dann sehen wir nochmal ganz kurz die Endzusammenfassung. Genau, bla bla blub. Also tanken. Was? Achso, ich musste einmal tanken. Das ist schlecht. Ja, ist mir egal. Pausenqualität. Ja, wir haben schlecht Pause gemacht, ich weiß.
Verkehrsregeln, aber trotzdem bekommst du immer sau viel EP. Gut, so ist es. Also, würde sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.